Hi Leute! Moin! Willkommen beim neuen Video von uns. Heute mal ein ganz anderes Video. Wir sind jetzt fast 18 Monate on the road. Wir leben jetzt fast 18 Monate im Wohnmobil und reisen durch Europa. Wir haben so viele neue Zuschauer bekommen die letzten Monate. Vielen, vielen Dank dafür. Richtig toll. Ja, wirklich Wahnsinn, dass die ganze Community irgendwie mal größer wird. Dass sie richtig wächst, ja. Dass ihr mit uns mitkommt auf die Reise, da freuen wir uns echt drüber. In dem Fall machen wir was richtig. Ja. Es gefällt euch soweit. Schön. Und wir möchten ein Q&A machen, ein Frage-Antwort-Video, wo alle Fragen, die ihr so habt, in einem Video beantwortet werden. Oder in einem ersten Video, vielleicht kommen da ja noch mehr. Wir sind ja jetzt schon ziemlich viel gereist durch Europa, um mal zu beginnen. Am Anfang sind wir nach England gefahren, sind die Ostküste an England hochgefahren, nach Schottland. Dann sind wir die North Coast 500 gefahren, um Schottland rum, Nordküste von Schottland. Papageientaucher haben wir gesehen, dann sind wir weitergefahren. Smoo Cave, eine kleine Robbe am Strand. Wir sind auf Isle of Skye gewesen, haben Mitches im Nationalpark erlebt. Dann sind wir weitergefahren, wieder nach Deutschland, durch Frankreich nach Deutschland und wieder durch Frankreich mautfrei nach Spanien. Durch den Schnee in Andorra durchgefahren, die Ostküste von Spanien nach Süden gefahren, durch Valencia sind wir gekommen, Malaga, Granada, die Alhambra in Granada haben wir angeschaut, sind weitergefahren bis Tarifa ganz im Süden und von dort, von Cadiz aus mit der Fähre auf die Kanarischen Inseln, haben dort überwintert, zuerst auf Lanzarote, sind dort von Norden bis Süden gefahren, dann weiter auf La Palma in den Regenwald, nach Teneriffa auf den höchsten Berg und dann wieder schnell nach Norden im Sommer, sind durch die Lüneburger Heide gekommen, nach Schweden gefahren, komplett nach Norden, nach Norwegen, ans Nordkap, nördlichste Stelle in Europa. Dann Richtung Süden über die Lofoten und dann rübergestochen nach Finnland. Sind an der russischen Grenze durch Finnland nach Süden gefahren, bis Helsinki, haben die Fähre genommen in die baltischen Staaten von Estland, Lettland, Litauen. Dann weiter durch Polen und sind jetzt wieder in Deutschland angekommen. Mhm. Und haben jetzt den Aufruf an euch, schreibt mal eure Fragen unter dieses Video. Genau, in der Tat. Also es ist ja so, wir lesen ja in den Kommentaren natürlich auch eure Fragen. Wenn es da auffällt, dass was häufiger gefragt wird, dann versuchen wir da ein Video drüber zu machen. Aber vielleicht haben wir ja noch was übersehen oder vielleicht gibt es noch was, wo wir überhaupt nicht dran gedacht haben, was euch interessiert, so bezüglich Leben im Wohnmobil, Reisen, die Länder, in denen wir waren, das Wohnmobil selber, der Strom, was auch immer, was euch interessiert, schreibt es mal alles rein. Am besten in die Kommentare. Ihr könnt uns aber auch anderweitig erreichen. Wir haben eine Facebook-Seite, ja. RVing Europe. Wir haben Instagram, RVing Europe. Mhm. Und wir haben eine Website, rvingeurope.com. Da gehen wir ein bisschen auf Themen tiefer ein, zum Beispiel Wäsche waschen im Wohnmobil. Da haben wir einen ganzen Artikel mit verschiedenen Dingen. Also das ist, dort stehen nicht unsere Reisegeschichten, sondern dort gehen wir auf bestimmte Themen was tiefer ein. Aber ihr könnt uns über alle Kanäle erreichen. Schreibt genau. Uns mal irgendwie an, wie es euch am besten passt. Mhm. Genau, da würden wir uns freuen, auch wenn ihr neu seid oder so. Und ihr habt vielleicht noch nicht alle Videos gesehen und vielleicht keine Zeit, es aufzuholen oder so. Ist egal, schreibt es alles mal rein. Und wir versuchen es dann zu bündeln und in einem Video zusammengefasst dann zu beantworten. Ja. Ja, das genau. War's auch schon. Das war's für heute. Ist ja Sonntag. Wir werden jetzt noch ein bisschen chillen, wahrscheinlich auf dem Sofa. Es ist nämlich sehr kalt und sehr herbstlich und sehr neblig gerade. Ich glaube, ich trinke gleich mal einen Kaffee erstmal und... ja, heute ein kurzes Video, mal ein bisschen was anderes, aber wir haben diesen Vorschlag eben auch schon bekommen von euch und dachten, es ist eigentlich eine schöne Idee. Ich bin echt gespannt auf die Fragen, die ihr habt, ob überhaupt Fragen kommen. Vielleicht ist ja alles schon klar und deutlich, wer weiß. Dann werdet ihr es auch erfahren im
Video werden wir es dann erwähnen. Aber nee, Quatsch, Spaß beiseite. Macht euch noch einen schönen Sonntag, wo auch immer ihr seid. Schönes Wetter, rausgehen, schlechtes Wetter. Naja, werdet ihr wohl vielleicht auch auf der Couch verbringen dann am Sonntag. Auf jeden Fall, ich laber schon wieder zu viel. Alles Gute für euch und vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.